Wir gehen rein nach Peru. Folge 7. Regenwald zerstört und abgefackelt. Uff. Ich sehe schon, die Stimmung wird nicht besser heute. Unterwegs im Land der Nebelkrieger kämpfte ich mich 6 Tage lang mit einem kleinen Expeditionsteam durch den peruanischen Dschungel. Erdrutsche, schlammige Pfade und immer wieder extremer Starkregen brachten mich an meine Grenzen und weit darüber hinaus. In dieser schier unendlichen Wildnis lebten einst die Chachapoyas, ein Urvolk Südamerikas. Eine magische Welt, in der es sich lohnt, ein neues Abenteuer zu wagen. Dies ist meine Geschichte. Ich muss sagen, nach 7 Folgen, ne, ich bin so gehypt schon im Intro. Guten Morgen, Freunde. Da müsste die Sonne gleich irgendwie hochkommen. Wir haben hier auf so einer Terrasse geschlafen, in einer kleinen Übernachtung. Da seht ihr das. Hat nämlich heute Nacht auch wieder gut geregnet. Da hinten liegen die anderen. Und ja, wir genießen ein bisschen den Ausblick, lauschen dem Regen und dem Fluss. Und dann gibt es sicherlich Frühstück und wieder rein in den Dschungel. Also ich muss sagen, also da so zu pennen ist schon irgendwie geil, oder? Also es sieht voll cool aus. Gut, das ist natürlich auch einfach das Bild, einfach auch wieder ein Traum, ne? Aber stell dir mal vor, du liegst da so im Zelt und wachst auf und das ist dein Ausblick so. Das ist schon Wahnsinn. Der Hammer, ehrlich. Meine Güte. André da auch zaubert an Drohnenshots, ne? Oh Gott. Welcome to my cribs. Wir sind gerade frisch gestärkt und ich habe noch eine kleine Roomtour mit euch zu machen. Wie habe ich geschlafen? Wie ist hier alles aufgebaut? Weil irgendwie ist das ja auch so ein bisschen Jungle-Bushcraft-mäßig, diese Hütten. Von daher, let's go. Wir starten natürlich gleich bei Etage 2 hier oben auf der Terrasse. Unten drunter ist übrigens die Küche, da räuchert es raus. Das habt ihr schon gesehen. Und hier oben haben wir zu 5 gepennt. Ne? Ron hier entspannt. Hier vorne Niklas und Luisa. Da seht ihr noch die Rucksäcke, die haben alles eingepackt. Hier um die Ecke, ein bisschen schräg, hat André gepennt. Und da hinten seht ihr schon mein Moskitoshelter. Ja, der Luxusbunker, den ich mitschleppe. Was komplett richtig so, ich bleib dabei. Der ist hier in der Ecke. Ja, leider ein bisschen schräg abschüssig, aber ich habe gar nicht so viel gemerkt. Meine Ausrüstung überall ein bisschen platziert und es ist saugeil gewesen, hier drin zu pennen. Alles durchlüftet. Es hat heute Nacht wieder stark geregnet. Ja, hat oben aufs Dach geprasselt. Die sind übrigens aus Wellblech, wie auch bei den anderen Hütten. Oh, das ist auch laut, dann, oder? Vorzüglich geschlafen und es wird übrigens in den nächsten Teilen, aber ganz am Ende erst, nochmal ein Fazit geben. Fazit zur Ausrüstung, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und auch nochmal das ein oder andere Fazit zum Thema, was hat man so für Skills, für Fähigkeiten hier aus dem Dschungel mitgemacht. Was würde ich nächstes Mal anders machen und was ist gut gelaufen? Aber es gibt noch ein paar andere Gebäude, beziehungsweise gucken wir noch eine Etage runter, rein. Wir ziehen weiter. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es allgemein noch sind. Das ist noch nicht die letzte, oder? Oh, ich hoffe nicht. An der Seite ist noch ein Gewächshaus, was ich ganz spannend finde, weil das ziemlich einfach aufgebaut ist. Mit den Matschbotten jetzt hier rein. Genau, Gewächshaus bzw. auch Lagerstätte, denn hier um die Ecke sieht man es, hier war sehr viel Feuerholz drin, haben wir gestern noch ein bisschen aufgeräumt. Ich habe hier einmal durchgefegt, hier hat Don José geschlafen. Ich habe mich aber mit Absicht dort oben hin platziert, weil ihr merkt es nicht auf der Kamera, aber hier ist natürlich eine Hitze drin, weil die Sonne hier drauf knallt, ne? Keine Luftzirkulation. Aber es ist cool aufgebaut, ne? Also einfach ein Plateau und dann oben mit biegbaren dünnen Ästen das Ganze fixiert, ein bisschen mit Draht und eine große Plane drüber gespannt.
Für ein Gewächshaus ist aber ein bisschen wenig drin, oder? Und schon hat man eine trockene Lagerstätte, Gewächshaus, was auch immer. Cooles Ding. Und vor allem richtig viel Fläche. Auch hier wieder, die ganzen Sachen sind nicht irgendwie jetzt irgendwelche Latten aus dem Baumarkt, sondern man sieht es hier auch schön, die Rillen. Das ist alles von Hand geschnitten. Kein Sägewerk, sondern mit der Kettensäge freihand wurden hier die ganzen Bretter rausgezimmert. Ja, gucken wir hier mal rein. Es gibt übrigens auch bei den anderen Gebäuden kein Boden. Ne? Das ist halt einfach Stein bzw. vielleicht einfach Erde. Also, nee, das ist Erde, Matsch, getrockneter Matsch ist das. Durch die Feuchtigkeit und so weiter macht das, glaube ich, keinen Sinn. Also wenn, dann müsste man so eine Plattform machen, wenn man jetzt einen richtigen Boden will, wie zum Beispiel gerade im Gewächshaus. Ja, hier rechts um die Ecke ein Bett mit Mückenschalter oben drüber. Hier steht noch das Gewehr, mit denen die hier jagen. Und ja, viele Haken, bisschen Zeug, Machete. Die Musik macht mich ein bisschen wahnsinnig gerade. Ich habe das Gefühl, die Musik möchte mir irgendwas mitteilen, aber ich weiß noch nicht was. Klamotten zum Trocknen. Hier an der Seite noch ein kleines Regal mit allen möglichen Utensilien, ne, ein bisschen Messer, Tassen und so weiter. Wenn man das so sieht, ganz ehrlich, es wirkt ein bisschen wie so ein Lost Place Keller. Ne, teilweise auch so einfach gewesen. Es riecht auch so ein bisschen muffig hier, aber ja, das ist nicht verlassen. Es wird hier genutzt, so ein kleines cooles Regal für Besteck, alles Mögliche und... Das mit dem Besteck finde ich wirklich gar nicht so schlecht. Einfach auch mal eine Soundbox. Hä? Ja, man muss auch mal gute peruanische Musik hören, Freunde. Hier wurde übrigens letzte Nacht Regenwasser gesammelt. Es hat ja wieder sehr viel geschüttelt aus dem Himmel. Und hier wird dann einfach so ein Bächelchen runtergestellt. Bisschen Regenwasser aufgefangen. Da wird sich auch mal der ein oder andere Zeh gewaschen. Und danach das Besteck. Und jetzt, Freunde, kommen wir zum wahrscheinlich schönsten Plumpsklo, das ich je gesehen habe. Hallo? Man muss nicht gucken, nicht, dass wer da ist. Es gibt kein Sitzschild. Auch hier wieder ganz primitiv gebaut, einfach irgendwie ein paar Hölzer. Weiß ich super, wie er an den Vorhang geklopft hat. Nicht gucken, nicht, dass wer da ist. Es gibt kein. Hallo? Man muss nicht gucken, nicht, dass wer da ist. Es gibt kein Sitzschild. Auch hier wieder ganz primitiv gebaut, einfach irgendwie ein paar Hölzer, ein bisschen Nägel hier oben. Ist das Dach teilweise, schau mal hier, mit ja, so Mini-Lianen verbunden, ein paar Bretter drauf, bisschen Plastik, also alles ganz, ganz einfach gehalten. Die Hose muss unten sein. Ich glaube, ich habe genau von dem Plumpsklo ein Bild gesehen auf Instagram. Dann geht man in die Squat-Position. Wichtig ist die richtige Positionierung. Nee, ist nicht einfach das. Auch mal so auf Kante und festhalten. Und dann kann man hier auch einfach mal herrlich rausgucken. Genießen. Wunderschön. Frische Luft. Aber eine Sache ist wirklich spannend. Ich hocke hier, unter mir ist eine Grube, die ist mit Wasser gefüllt und den Anblick ersparen wir euch. Aber danke. Man riecht nichts. Null. Und normalerweise kenne ich Plumpsklos aus allen möglichen anderen Touren, wenn man dann mal irgendwo eins hatte in Schweden oder so. Sehr eng, Tür zu, alles dicht, überall hängen Spinnen oben, es riecht nicht gut. Aber das ist wirklich ein herrliches Ding hier. Du musst halt auch, du musst nur treffen, das ist wichtig. Der Torpedo muss wirklich die richtige Laufbahn kriegen, sonst hast du hier einen... Na, ich gehe nicht weiter ins Detail. Und um dieses Haus drumrum, das seht ihr nämlich hier, ist quasi ein riesen... Wie wischen die sich ab? Also, da war kein Klopapier, oder? Die werden da wahrscheinlich auch mitten im Dschungel nicht unbedingt welches haben. Was machen die dann? Großer Nutzer, würde ich jetzt mal nennen. Ja, diese ganzen Pflanzen, die man hier sieht, die dunklen, mit den dunklen Blättern, das sind alles Kaffeepflanzen, die reichlich Kaffeebohnen haben. Und man kennt natürlich auch Bananen. Ah, wahrscheinlich das, wo man dann das Besteck und die Zehen drinne wäscht. Das macht natürlich Sinn. So, Freunde, es geht wieder los. Tracking wird gestartet, ihr habt es gehört. Im Hintergrund die Kevin. Ein Autoreifen über das Loch legen ist echt gar keine so dumme Idee, oder? Es geht schon wieder bergauf. Kilometer schrubben, schwitzen, durchziehen. Es wird wieder anstrengend. Das ist ein alter Termitenbau, so wie ich das verstanden habe. Die sind hier krass. Quasi weg vom Boden, weil es wahrscheinlich zu feucht ist. Und Ron hat erzählt, dass man die Termiten nehmen kann und sich auf die Haut schmiert, weil das riecht dann stark und dann kommen keine Insekten, keine Mücken mehr. Aber der ist verlassen. Und ob ich der Information trauen kann, weiß ich auch nicht. Termiten als Insektenmittel, naja, macht man anscheinend so.
klingt wild, ja. Geht schon wieder los. Oh, das ist auch wieder ein Weg, ne, Alter. Was denn auch? Wir sind aber voller Qualität, oder? Oh, es würde mehr gehen als das. Können wir 1044 machen? Aufstieg oder generell das Vorankommen hier im Dschungel erleichtert, ist ein kleiner Wanderstock. Weil Tiere, ne, sind ja immer auf, meistens zumindest auf vier Beinen unterwegs. Und wir nur auf zwei. Das heißt, man ist viel instabiler. Und mit so einem schönen Stock hat man immer zwei Ankerpunkte. Das hilft auf jeden Fall. Die Sonne brennt, die Insekten stechen und die Drohne fliegt. Ich wollte gerade schon wieder sagen, das ist aber auch schon ein lautes Insekt, ne? Die Musik ballert, ja. Die ist schon sehr laut. Guckt euch den Ausblick an. Aber ist auch cool. Geil. Utopisch, Alter. So sieht's aus. André hängt ganz da unten irgendwo mit der Drohne. So, ihr habt ja gerade diese Freifläche gesehen. Und ja, dort hat es gebrannt tatsächlich. Hat man auch an der Erde immer wieder ein bisschen gesehen, dass so schwarze Flächen da waren. Und was Ron gerade noch gesagt hat, dass gerade jetzt in diesem Bereich hier, wo es ein bisschen offener ist. Ich finde es ein bisschen weird, dass es scheinbar jetzt schon um diese Brandrodungsgeschichte geht und in diesem Moment seinen Partner einblendet, den BW Online-Shop. Vielleicht geht das auch nur mir so, aber ich finde, das wirft jetzt gerade einen kleinen Moment ein falsches Bild auf den BW Online-Shop. Deutlich, die Gefahr deutlich höher ist, dass hier Giftschlangen irgendwo auf dem Boden sind, weil die sich halt gerne sonnen. Die jetzt nicht so tief im feuchten, kühleren Regenwald sind. Aber ich habe ja meine Gummistiefel an. Ich hoffe, da die halten den Schlangenbiss ab, falls was kommen sollte. Oh Gott. Wir sind jetzt eh gleich wieder im Regenwald drin. Ja, dann die Vorstellung, so eine Schlange haut dir voll in den Schuh rein. Das ist auch ganz geil, wenn man jetzt hier reinkommt. Wir sind wieder im Wald. Es ist, boah, lass mich nicht lügen, aber 5 bis 10 Grad kühler. Das ist richtig angenehm. Krass. Das ist eine frische Brise, die hier drin hängt. Oh, geil. Deine Fische, wenn du die nicht essen willst, weil zu viel Kräten drin sind, esse ich die gerne im Ganzen. Sind hier schon wieder Kräten in denen hier? Ja. Ich hoffe, das reicht nicht mehr. Sind die frittiert? Hm? Ich weiß nicht, was Gräte ist und was frittiert ist. An deiner Stelle würde ich es nicht riskieren. Ich schmeiße den Fisch gleich direkt gegen den Kopf. Wie bei Asterix und Obelix. Da hat der eine Typ auch immer mit Fischen, aber das bei Werner. Ist aber schon ein bisschen gierig auch, ne? So, du willst den Fisch doch gar nicht. Komm, gib mir den Fisch. Lass mich den Fisch essen. Leute, ich bin durch. Der psychische Verfall ist da. Ein bisschen trocken, sag mal, ne? Da fehlt ein bisschen die Soße. Also probiere ich mir nachher. Was ist denn das andere da? So, ich habe. Was war denn das? Was ist denn das Dicke da? Da fehlt ein bisschen. Was ist denn das hier? Das ist auch ein Fisch? Also das ist ein Ei, glaube ich mal. Ne, Fische, Reis. Was ist das? Die Soße. Also probiere ich. Was ist das? Ich nachher. So, ich habe mal meinen Thermometer rausgeholt. Wir haben gerade aktuell, im Schatten lag das jetzt ca. 5 Minuten, 32 Grad. Läuft! Ein Frosch? Nein, glaube ich nicht. Avocado oder ein Stück Baumrinde, wirklich. Ich habe schon gedacht, vielleicht diese Wurzel, die sie auch so häufig machen. Aber die wird doch nicht von außen, also ich meine von innen so aussehen, oder? Die ist doch bestimmt auch hell. Hey, war es doch ein Fisch. Das sah so komisch aus. Ja,
das wird's jetzt. Ich steck fest. Ja, da ist die Scheiße. Ey, die Folge ist richtig wild, ne? Also die, das ist so ehrlich dieses Mal. Da ist, ich finde, gefühlt in den anderen war noch so die ganze Professionalität, ne? Und man macht halt auch so ein bisschen Show für die Kamera. Aber diese Folge ist unfassbar ehrlich einfach. Oder? Ja, was wird's jetzt? Ich steck fest. Ja, da ist die Scheiße. Der ist einbetoniert, der Scheiß hier. Oh nein, komm mit der Scheiße raus, nicht rein. Durch. Boah, krass. Ich kann nicht mehr. Nee, wir sind wirklich, es ist eine Art Speedrun, den wir hier veranstalten. Boah. Ich habe selten schönere Wanderwege gesehen. Ich weiß nicht, wie diese Pflanze heißt, aber man sieht es hier ganz schön. Im Dschungel will einmal wieder alles killen. Überall sind krass. Dornen, kleine Härchen, die brennen. Ich habe ständig auch so kleine Schnitte in den Händen, irgendwas, so Mini-Mikroentzündungen. Aber hier sieht man es ganz schön. Richtig schön stachelig alles. I like it. So, dann gucken wir doch mal, was das Thermometer direkt in der Sonne sagt. 37. Boah. Sonnig. Das ist schon fies. Ich kann mich an keine Tour erinnern, wo man dauerhaft so ein anspruchsvolles Terrain hatte. Terrain. Oder? Fällt dir eine andere Tour ein, Niklas? Irgendwo, wo man sagt, da war der Weg schlimmer. So krasser als jede alpine Tour. Das ist alles lächerlich. Da kannst du von Stein zu Stein hüpfen, Schotterweg, wie auch immer. Selbst in der Wüste oder so, das war Kindergarten gegen die Nummer hier. Hat den Leuten den Tipp gegeben, dass sie unbedingt nicht wie ihr mit bequemen Gummistiefeln gehen sollen, sondern mit leichten Sommerlederschuhen. Ja, können wir mal probieren. Nee, ohne Scheiß, ohne Gummistiefel. Keine Chance. Verreckst du hier. Aber ist denn hier deren Guide auch in Gummistiefeln unterwegs? Aber mit Gummistiefeln okay, hast du halt natürlich auch nicht die Festigkeit. Du hast nicht den Halt, du hast nicht die Stabilität im Knöchel. Du bist halt die ganze Zeit in so einem Wabbelmodus. Vor allem, wenn du dann so einen Untergrund hast hier. Das stimmt. Und 32 Grad im Schatten? Ja, doch. Doch, da oben sieht man es, der hat auch Gummistiefel an, okay. Über 6, 7, manchmal 8 Stunden kann man sich vorstellen, was mit den Füßen passiert. An dieser Stelle blendet André für euch einfach mal ein paar Bilder ein, die ich die letzten Tage von meinen Füßen gemacht habe. Und damit ihr mal ein Gefühl dafür kriegt. Ach nee, jetzt kriegen wir Fußbilder. Ach Mensch, ey. Fritz, mach das mal auf OnlyFans, aber doch nicht hier. Hoppala. Als ich von einer Wasserleiche. Boah! Ach du Scheiße. Ja, moin. Das ist heftig. Und runter. Und wieder hoch. Und wieder runter. Und wieder hoch. Oh. Ihr habt es vor ein paar Stunden, also für euch vor ein paar Minuten, aber für uns vor einigen Stunden, gesehen, dieses Feld, wo wir uns durchgekämpft haben, was so sehr grün war, wo ich erzählt habe, dass dort alles gefällt wird, um eine Brandrodung zu machen, um neues Land zu gewinnen, farmermäßig, um eine Hütte zu bauen. Und hier sieht man das Ganze. Es wurde alles gefällt, wirklich eine sehr, sehr große Fläche, ist getrocknet und wurde schon angezündet, aber anscheinend ist es irgendwie wieder ausgegangen. Ich hätte irgendwie ein bisschen Angst, dass das hier weite Kreise schlägt und den ganzen Wald hier abfackelt, aber anscheinend macht man das so in Peru. Und es scheint zu funktionieren. Krass.
Kam der da von alleine runter davon? Da fiel einfach gerade ein fetter Stock runter. Aber halt genau auf dem Weg. Ja. Wie zufrieden bist du mit deiner Wahl eines weißen T-Shirts im Dschungel? Das ist gut. Da okay. sieht man die harte Arbeit. Ja. Die braun-weiß-Flecken. Und auch jedes. Genau. Und auch jedes Blatt. Ja. I like it so much. Oh, ich hab einen Spagat gemacht, Alter. Hier. Das Ding. Ja, das war der Todesstock. Hat eben mal einen Abgang gemacht. Einfach so. Warum? Weil da oben überall Affen sind. Nicht. Hier ist jetzt ein. Hä? Mein Gefühl sagt mir, da ist leichter als hier. Also ich höre auf jeden Fall mein da Gefühl. Unten Macheten klingen. Kommt von da. Gehen wir lang? Keine Ahnung, hier wartet ja auch keiner auf uns. Also wir verlassen jetzt den Matschweg und gehen dort unten rein, wo wir irgendwelche Macheten hören. Oder wie? Ja. Okay, let's go. Off the plan. Aha. Wenn ihr wüsstet, wie oft wir uns auf die Fresse packen, während die Kamera nicht läuft. Wir haben jetzt nach dem gefühlt 1337. Sturz mal die Kamera angeschaltet. Aber ich glaube, es geht noch, oder? Ja, ist minimal. Minimal. Keine Ahnung, wo lang. Ich weiß nicht mal mehr, wo wir sind, Alter. Wir sind irgendwo im Dschungel von Peru. Aber ich habe das Gefühl, dass die verhältnismäßig selten irgendwelche Tiere so sehen, oder? Wir hatten einmal diese Spinne im Camp, aber mehr wurde uns zumindest nicht gezeigt, ne? Oh, und die Folge endet damit schon wieder, dass man lost ist. Wieder getrennt vom Guide. Na, klasse. Okay, ich bin gespannt auf die nächste Folge. Mal sehen, ob sie wieder zusammenfinden.